Die Entwickler haben die Sims-Inhalte in Form eines Blogbeitrags für die nächsten 6 Monate verraten, welche in diesem Zeitraum auf uns zukommen werden. Auch die Entwickler bei EA scheinen vom Coronavirus betroffen zu sein, aber trotzdem arbeiten alle fleißig an neuen Inhalten. So soll es in den nächsten 6 Monaten, also wahrscheinlich bis zum September, 3 neue Packs geben. Ein Accessoire-Pack, ein Gameplay-Pack und ein Erweiterungspack, von dem das Thema der Erweiterung scheinbar überraschend und das Gameplay-Pack-Thema eine absolute Neuerung sein sollen. Beim Accessoire-Pack hingegen wird es sich um das von der Community mitbestimmte Accessoire-Pack handeln. Auch wenn dies nicht explizit erwähnt wurde, gehe ich davon aus, dass es sich beim eingebetteten Bild um eine Art Zeitstrahl handelt, was bedeuten würde, dass das nächste Pack-Thema die neue Erweiterung sein wird. Ebenfalls wird es in der Sommerzeit ein Update mit 9 Ergänzungen geben, die zwar nicht Spiele verändern, aber echt cool sein werden. Auch soll es in der Zeit für zu Hause ein paar weitere Kleinigkeiten geben, die aber noch nicht verraten werden. Kein Multiplayer-Update, wie bestätigt wurde, aber ich denke mal, dass diese mit den Livestreams von verschiedenen Simmern, welche live auf dem englischen Sims Twitch-Kanal spielen werden, zusammenhängen. Freut ihr euch schon auf die 3 neuen Packs? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.